So, ich melde mich heute mit einem Stück Uhrengeschichte zurück. Entschuldigung. Und zwar der allseits bekannten Junghans Astro Chron. Ja, endlich habe ich sie in meiner Sammlung. Und es ist mehr oder weniger die erste Quarzuhr gewesen, die für den allgemeinen Hausgebrauch gebaut wurde, oder zumindest mit der Intention dahinter. Denn es wurden nur ungefähr, ich glaube, 5000 Stück wurden produziert. Und die haben sich aber wegen dem hohen Preis nie wirklich durchsetzen können. Ich glaube, sie etwas über 700 Mark haben die damals gekostet in den 60ern, was wirklich verdammt viel Geld war. Und ja, das Schöne ist, das originale Etui ist auch noch dabei. Und ja, ich werde sie euch jetzt einfach mal zeigen. Also sie ist extrem schwer, diese Uhr. Aus vernickeltem Messing besteht's. Und ja, wenn man jetzt sich mal den Sekundenzeiger anschaut, der schleicht schon, also er schleicht relativ, obwohl dieses Uhrwerk ein Arteomatwerk ist, ein umgebautes von Junghans, das nicht mit normalerweise 4 oder 2 Hertz schwingt, sondern mit ganzen 12,5 Hertz. Deswegen sieht es auch schon fast so aus, als würde der schleichen. Ja, verziert ist das Ganze dann noch mit der Weltkarte. Also Europa, Afrika, Australien, China etc. Und hier die Amerika, Südamerika, Grönland etc. Ja. Hier unten hat man auch die Zeitzonen eingeteilt. 0 Grad weiter in die Richtung. Hier ist die Datumsgrenze und hier fängt es wieder an. Ja. Hinten haben wir nochmal einen Zeitrechner, Zeitzonenrechner quasi mit den Städten. Und hier eingraviert Junghans Elektronik Astrochron. Ich habe ja gesagt, 5000 Stück wurden produziert. Meines hat die Nummer 1860, also ist unter den ersten 2000 Modellen diese Uhr. Und ja, wirklich ein schönes Stück. Aber die Technik ist natürlich das Interessante. Schauen wir mal, ob ich es aufkriege. Ja. So. Ja. Das ganze Ding ist so aufgebaut: Man hat einen Quarz. Ein Quarzkristall, wie in den normalen Uhren jetzt auch, nur sind die ganz klein in einem kleinen silbernen Gehäuse untergebracht. Hier ist es noch eine komplette Röhre, wo der Quarz aufgehängt ist. Dann haben wir hier den Oszillator, die Oszillatorschaltung. Die erste Platine ist die Oszillatorschaltung. Hier. Und dann folgen die ganzen Teilerstufen. Jede einzelne Teilerstufe ist als Flip-Flop-Schaltung aufgebaut. Und ja, dieser Schwarz schwingt mit 12,8 Kilohertz, was binär runtergeteilt, wenn wir hier oben sind, 12,5 Hertz ergibt, womit dieses Uhrwerk hier läuft. Wie man sieht, die Unruhe schwingt extrem schnell. Und dieses Zittern, was jetzt hier in der Kamera wahrscheinlich zu sehen ist, ist nicht in echt, sondern es ist eine optische Täuschung, weil dieses Uhrwerk mit 12,5 Hertz schwingt und meine Kamera von der Framerate her sich irgendwann mit dem Ding synchronisiert und dann schaut es aus, als würde es stillstehen. Ja. Ansonsten noch so ein paar Kleinkram hier, mein Abgreifer, wo man hier unten einen Frequenzzähler dranhängen kann und überprüfen kann, ob am untersten sollten 100 Hertz anliegen, am mittleren 50 Hertz und ganz oben die finalen 12,5 Hertz. Ich habe es nachgemessen, es stimmt absolut. Schwankt nichts. Und ja, wie ich finde, einfach wirklich ein sehr schönes Stück, was ich jetzt endlich nach einem langer Zeit in meiner Sammlung aufnehmen konnte. Und für einen relativ günstigen Preis sogar.
Ich sage jetzt nicht wie viel, aber es war für seine Uhr wirklich günstig. Deswegen freue ich mich extrem darüber. Ja, ich habe noch in der Beschreibung einen Link zu meiner Website gepackt, wo ihr noch mal ein paar Sachen nachlesen könnt über diese Uhr. Ja, bis dahin sage ich schon mal Servus, bis zum nächsten Mal, euer Fayless.